Hübschen. Was? Guru, Guru. Drei Weiße nee. Tauben. Nicht? Nee, wir singen jetzt nicht. Okay. Willkommen zurück bei Night of the Dead. Wir starten in einen neuen Morgen, sind gerade am Ende der Welt, looten uns ein bisschen was zurecht, weil wir haben geplant für oder zur nächsten Nacht definitiv die obere Etage zu Ende zu bringen. Sobo ist da vorne und lootet mir irgendwie alles weg gerade. Guten Tag. Ein Glück looten wir jeder für sich alleine. Aber ich glaube, wann Anni hier sind. Du hast mir da noch ein paar übrig gelassen hier. Ja, rechte Seite, wenn ich nicht lang kann. Aber wir müssen ja so ein bisschen Strom noch anknippern und noch ein bisschen Stromsachen bauen. Kleinigkeiten. Und dann wollen wir mal gucken, wie wir den letzten Aufgang oben zur nächsten Plattform gestalten. Müssen wir noch, also wir haben schon so ein bisschen uns überlegt, was wir da hinstellen, ja, aber wollen wir mal gucken, ob das so funktioniert. Und wenn nicht, dann. Das funktioniert schon, anders. Wie wir uns das denken, aber. Ja, na klar. Ah. Umbauen können wir immer noch. Genau. Weil wir auch mal ein bisschen Spielerchen machen wollten. Also, diese Runterschubsachen, die werden wir natürlich nicht ganz oben machen, weil. Nee. Dann schubsen wir uns die natürlich. Also, kann sein, dass wir uns die in unsere Base schubsen. Dadurch irgendwas. Wir werden oben auch eine kleine Mauer oder einen Zaun rummachen, dass die da nicht runterfallen können. Ja, sonst wird es echt zu intensiv, wenn die von ganz oben wieder runterfallen und wieder den Weg nach oben von vorne beginnen müssen, dann sitzen wir wieder bis morgens um 5. Ja, ist ja. Und unsere Fallen machen ja noch Schaden. Das müssen wir ja auch nicht haben. Also, die überrennen uns ja noch nicht. Noch nicht? Das passt ja. Naja, jetzt haben wir die Nacht wieder gut überstanden. Das macht im Kopf wieder so Klick. Da haben wir wieder eine schöne große Fresse. Und in der nächsten Nacht, Nacht 9, glaube ich, ne? Ja. Gibt es dann wieder Popöchen. Popöchen voll. Naja, hier sind wir gleich durch. Dann gehen wir zurück, ja, noch ein paar Äste holen, Büsche. Ja. Und den Kram, was wir noch brauchen. Eigentlich vom Bauen her haben wir ja noch da. Bloß eben Kupfer, Plastik und den Krempel. Ja, und das Äste fehlen ja ständig. Ja, stimmt. Aber wir müssen uns später mal ein paar Beete machen. Ja, diese Astbeete. Natürlich. Oder Büsche oder keine Ahnung, wie das heißt. Buschbeete. Genau. Aber das ist. Erstmal können wir noch looten. Macht das ja auch aus. Wir haben so viel von der Map noch nicht aufgedeckt. Wir kennen zwar, glaube ich, fast alle, oder? Denke schon. Von der Map. Aber. Ja. Mal gucken. Müssen wir noch ein paar Bücherchen finden? Polizei wäre auch nicht schlecht. Polizei, ne? Eigentlich. Genau. Naja, vielleicht können wir da auf dem Rückweg mal hingucken. Wenigstens ein bisschen was mitnehmen. Nicht alle, aber ein bisschen. Da ist auch viel Muni drin und so. Dann hätten wir mal wieder einen kleinen Puffer. Ja, stimmt. Muni so und so. Ja. Also hier sind wir, glaube ich, wir haben bestimmt was übersehen, aber... Ja, natürlich. Hier sind wir so weit durch, eigentlich. Halt schön, halt schön. Das war geil. Also hier lootest du dich wirklich dumm und dämlich. Ja, und vor allem in kurzer Zeit hast du alle auf einem Haufen... Genau, du musst nicht ewig kämpfen. Klar, hier sind zwischendrin auch mal ein paar Zombies. Auch mal ein paar größere. Aber die kann man, wenn man möchte, auch gut umrunden. Und verpasst trotzdem kein Loot. Ich habe jetzt 48,50 Plastik und 253 Benzin. Ich habe 40 Plastik. Benzin hat 300. Nee, 376. Fast, 400 fast. Dann haben wir fast... Fast 700 Benzin. Das ist ja, glaube ich, mal 10, oder? Ist ein Auto. Wenn wir das in diese Benzinkanister umwandeln? Das sind Benzinkanister, die ich gesammelt habe. Ja, ja, stimmt. Die roten. Die roten sind, die... Nee, warte mal. Schieß mal die Ente. Ente? Sehr keine Ente. Hat Gorgok gemacht. Nee, du bist neben mir. Ich bin weit vor dir. Ich... Sieh dich hüpfen. Oh, hier ist noch was drin. Da fliegt was dahinter. War ein Rabe. Aber der macht ja nicht Gorgok. Das stimmt. Meins. Ich glaube, ich war schneller.
Jo. Hass. Was? Ja, auf dem direkten Weg nach Hause oder Richtung Polizei noch kurz? Na, ich weiß nicht. Wir wollen ja noch ein bisschen bauen, ne? Ist schon 15 Uhr. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Weiß nicht, Wir okay, müssen ja dann noch die direkt nach ganzen Hause. Rohstoffe Wandeln. wandeln. Okay, dann springe ich mal links über die Mauer und dann hole ich noch ein bisschen Äste Ja, Mike auch gleich. und dann Oh. beeilen wir uns euch gleich zu Hause schnell begrüßen zu können. Na, Pace. Also das Äste farmen ist somit das Interessanteste an dem Spiel eigentlich. Genau. Aber Das will jeder sehen, deshalb. ja, also da könnten wir, also wir könnten eigentlich 20 Folgen im Vorlauf aufnehmen mit dem Äste farmen? Looten. Äste Ja. farmen, Bäume farmen. Das ist voll geil. Also ist so zum Einschlafen sollte man das eigentlich machen. Ohne quatschen, einfach durchlaufen Ja, lassen. das Geräusch ist doch schön immer. Ja. Ah, Gibt ja auch Leute, die filmen einfach ein Gewitter, eine Ja. Stunde und 40 lang und stellen da drin. Hat Und dann. 3,7030 Aufrufe. Millionen. Ja. Genau. Ja, Mist, nee, herrlich. Witter hänge ich mich auch aus dem Fenster und nehme das auf und stelle das hier auf meinen Channel. Warum Der nicht? Gewitter-Channel. Gewitter! Kann sie gar nicht verstehen. Schön. Oder Walgesänge. Gewitter. Davor hast du ja so eine Angst. Aber ich finde ja Angst nicht, aber Walgesänge echt Walisänge schön zum finde ich nicht Einschlafen. unbedingt beruhigend. Ja, das ist doch so schön. Das Wasser plätschert so im Hintergrund. Du liegst im Da Bett. plätschert gar nichts, Doch, das wo die plätschert. sind. Naja, weil man hört es oder das ist da eingeschnitten oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hörst du im Hintergrund Wasser plätschern und dann singen die Wale so schön. Das ist doch echt zum Einschlafen toll. La 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 la, blub, blub, la 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 So la, singen die ja blub, nicht. Die machen ja wie bei früher bei Free Willy. Die haben auch immer so. Ihr fiebt im Wasser. ich kenne bloß Dori. Ja, du bist ja eine ganz andere Hallo, Herr Generation. Wahl. Er kann auch Walisch. Nee, wo sind wir denn jetzt? Sind wir nicht schon bald zu Hause? Mag nicht mehr laufen. So weit. Sydney. Jetzt komme ich nicht mehr weg. Jetzt muss ich Findet Nemo gucken. Na dann, mach an. Nur 3-4 Mal auf so einen Baum jetzt ein mittlerweile. Mit dem Messer? Mit dem Messer. Oh, ich Bäume. Gebt mir all eure Äste. Die müssten sich schütteln beim Vorbeirennen. Und dann können wir sie einfach einsammeln. Aber hier warst du schon? Eigentlich bist du vorhin hier lang gelaufen, aber hier steht Ich noch gehe einer. direkt Richtung weißen Punkt. Ja, ich auch. Quer durchs Feld. Nimm mir auch nicht jeden Busch mit. Nee? Nee, du bist schon vor mir rechts. Ja, ich bin Ich bin rechts. Ich hinter komme dir jetzt gleich links. rüber. Nee, bleib mal lieber da. Warum? Sind alles meine Äste hier. Nee. Du hast doch gerade gesagt, du nimmst nicht alle mit. Hat mir Bauer Konrad erlaubt. Wer ist denn Mama Konrad? Der Jägersohn, der den Wald hier beackert, der hat gesagt, kannst du haben. Meine Äste kannst du haben. Nein. Meins, meins, meins. Oh, ein Vater. Ein fetter Vater. Ein nackter. Hier ist das Motel, ne? Ja. Na Ah, gut, guck, schon dann. 16 Uhr. Ja, deshalb. Ich bin ja auf dem Weg nach Hause. Nur du bist ja ganz woanders. Nee, ich bin auch auf dem Weg nach Hause. Echt? Komischer Weg. Hier noch ein Erz und hier noch ein Büschlein und. Hier ist noch eine Tonne. Oder kommt einer ganz schnell angespurtet da hinten? Na Der denn? läuft ganz komisch. Aber der kann. Wer hat denn nichts mit mir zu tun? Oh. Will Vielleicht nicht doch. kämpfen. Oh. Mann, ich wollte nicht kämpfen jetzt mehr.
Zu mir kommt auch einer. Ja? Mit so einer gelben Schwimmweste. Ja, der rennt hier rum wie ein Ochse. Ich weiß nicht warum. Also jetzt ist er ja mit dir. War ein Glück, ne? Er hat's eilig gehabt. Einfach so. Oh, jetzt kommt Alpha auch noch hier angerannt. Alpha. Wieder. Erledigt. Flüstert hier ein bisschen rum. Eilig. Eilig in Zombie-Himmel gekommen. Ja, endlich erlöst. Ah, endlich Eisenklopfen. Oh, da kommt die Frau mit dem Topf. Hab sie schlitzt? Eigentlich. Ich hab sie gepickt. Ah, da kommt noch was an. Was Mutti? Sind die denn jetzt alle? Der Mutti kann kommen. Begrüßungskomitee. Ach, Mutti. Immer wieder. Frau Flotter, ein Schmodderhemd. Gib doch alle, ey. Kann euch jemand ab? Ah, so, halt noch ein Eichen bei. Ja. Ich hab auch noch Fleisch bei, wenn du möchtest. Ich hab ein bisschen vorgekocht für unseren Ausflug. Nee, nee, und sozusagen. Ach, findest du auch immer Büsche und diese Beeren da dran und so. Ein Lunchpaket halt uns extra. Ah, cool. Mhm. Mit Kebab? Mhm. Und Toffifee. Toffifee? Ja, lecker. Toffifee, alle meins. So. So? Jetzt sind wir da bald zu Hause, wa? Mann, ey, meine Ausdauer, mein Busti-Skill. Sind wir schon da? Ja, fast. Ups. Höppchen. Was? Guru, guru. Drei Weiße Tauben. Nicht? Nee, wir singen jetzt nicht. Okay. Sind wir schon da? Nein. Guck doch, wie weit es noch ist. Da bestimmt jetzt schon echt viel Blätter. 1246. Blätter? Ja, Blätter. Stapeln die zu 600 oder? Zu 500. Bei mir zu 600, ich glaube 650. Warum hast du mehr Blätter als ich? Ach, wie in den Bäumen, wa? Stimmt. Da kommen mehr raus. Bleiben wir unten oder gehen wir nach oben? Ja. Ach, wir bleiben unten. Eieiei. Muss mal ein bisschen sprinten. Wir haben genug jetzt. Tja, also hinterm Pusher würde ich sagen, lassen wir noch Platz für eine zweite Minigun. Ja, für die 10. Nacht, wa? Sicherheitshalber. Ja, jetzt stellen wir schon hin, klemmen wir alle dann den Schalter und dann, obwohl, nee, wir können die Miniguns separat schalten und den Flammenwerfer eher ein bisschen früher anmachen. Weil dafür haben wir eher Material. So. Naja, für den haben wir ja eher Material. Müssen wir bloß aufpassen. Vielleicht sollte man ein Wandschild dann anbringen, für was welche Schalter sind. Das gibt's ja, glaube ich, ne? Ja. Oder war das in Seven Days to Die? Nee, nee. Glaube ich nicht. Ja, Seven Days gab's das auch, ja? Kann man auch Kisten beschriften. Mhm. Und in Subsistence kann man auch Kisten beschriften. Also beschriften ist relativ, da Schildchen rumklemmen. Aber ich glaube, man konnte... raus... Hier steht was. Wandschild. Okay. Siehst du? Siehst du? Wandschild. Cool. Kann Nachrichten schreiben. Ein Wandschild kann Nachrichten schreiben. Cool, dann kann ich dir immer Botschaften hinterlassen überall. Ja. Cool, ja. Also ein Piraten.
Schatz kannst du dann mal vergraben und den musst du mal hinstellen, wie viele Schritte. Machen wir eine Schnitzeljagd. Schön. Ja. So, na gut, ich drehe jetzt hier noch eine Runde rum und dann sehen wir uns gleich an unserer Fallenstrecke wieder. So, wir sind wieder zurück. Wir gucken kurz nochmal in die Bergbaumaschinen drin. Die hatten wir vor unserem Ausflug gerade gestartet. Oh, nicht schlecht. 15 Eisen, 5 Kupfer, 15 Eisenerz und einmal Schießpulver. In einer. Oh ja. Achso, ich kann die gleich erneut laden. Oh, laut. Genau, wenn sie mal zwei Wartungskit ist auch immer hart. Oh ja, egal. Ein Stück Eisen schon wieder. 15 Stück Eisen, 6 Kupfer, ein Schießpulver, 14 Eisenerz. Schön. Ja, dann machen wir die doch wieder an. Also so schlecht sind die ja nicht. Nein, stimmt. So, und dann kümmern wir uns mal um die obere Etage. Ich würde ja gerne hier unten auch noch vielleicht zu Nacht 10, wie wir neulich schon gesagt haben, ein paar Schredder ringsrum bauen. Ja, genau. Also, na, das war hier unten. Genau, einfach nur hier dran, ne? Genau, genau. Hier, lang, hier, ne? Genau. Und vielleicht auf die andere Seite auch noch. Wenn, ja. Also, wenn es nicht jetzt zu stressig und zu teuer wird. Aber hier zwischen auf jeden Fall und vielleicht hier auch noch zwei. Weil, wenn die von oben runterfallen, vielleicht auch noch mal ein, zwei. Aber hauptsächlich eben an dieser Seite hier. Ja, können wir machen. Je nachdem, die kommen wieder dann aus irgendeiner Richtung. Wir bauen die Schredder auf der linken Seite. Und dann kommen sie wieder von der anderen Seite. Also, das ist kein Problem. Also, geht ja nicht um, das geht ja nicht nur um, dass die da vorbeikommen, sondern die werden ja da auch teilweise oft runtergeschubbt in die Lücke. Hm. Wo wolltest du denn hin? Nee, ich weiß auch nicht. Wollte noch mal gucken, wie es im Flug so aussieht. Und ja, absolut. So, dann wollen wir mal hier kriegen. Böden wollen wir mal. Ja. Oh, oh, jetzt wäre ich beinahe hinten rückwärts runtergefallen. Siehst du? Mal laden müssen wir auch noch mal alles. Ja, na, das machen wir dann kurz vorher wieder in Angst und Panik. Das stimmt. Erstmal sollten wir... Holz, wa? Treppe richtig setzen, wa? Ach so, ja, stimmt. Die war ja nur provisorisch. Die machen wir mal weg hier. Also ganz hinten ran gehen die Böden wieder nicht. Die hier auch nicht ohne Alt? Nee, ohne Alt und nicht. Weder mit Alt noch ohne Alt. Mit ohne. Weder mit noch ohne. Hm, mit ohne, ja. Mit und ohne geht nicht. Nee. Ist die Frage, legen wir sie bloß drin? Ich guck mal hier hinten. Hinten? Ach nee, doch nicht. Nee, wir müssen die ein bisschen auf die Fläche ziehen, ne? Nee, das geht nicht. Guck mal so. Und dann müssen die so ein bisschen ineinander gleiten. Ja, das ist bei mir rot. Das. Komplett. Nee, die müssen so ein bisschen ineinander gleiten. Ich weiß, das ist bei also mir so rot. So ein halber Zentimeter. Dann lass mich die Böden legen schnell. Ja, das geht ja nicht, dass das bei mir nicht geht. Dann mach du den halben ran. Links außen immer. Moment. Na, geh doch da ran. Roll dir Boden, Alter. Ja, ist ein bisschen tricky manchmal, Chris. Jetzt. Nein, geh doch dahin. Na? Steg in deinem Feld, wa? Ich jetzt auch in meinem. Adieu. So, da ist er. Ich gehe mal also auf. Versuch uns mal die Treppe hier richtig zu stellen. Mhm. Ich gehe schnell zum Stein aufwerten. Holen. Achso, was braucht man nochmal schnell? Zement, Ziegel und arbeiteter Stein, ne? Genau. Aber muss ein bisschen mehr nehmen. Ja, gewiss. Ja. Hast du gesehen, es gibt jetzt so eine Roadmap für die Zukunft, für das Spiel. Das jetzt kommen mehrere Updates sind geplant. Erstmal für den Herbst, aber da ist nicht was Großes oder Besonderes bei. Da, ich glaube, da überarbeiten sie nur die künstliche Intelligenz. Und dann im Winter kommt was Größeres, glaube ich. Und ich glaube, Anfang 2022, ja, da kommt, glaube ich, sehr, eine vergrößerte Map und neue Zombies wieder und neue Ausrüstung. Also die haben eine ganze Menge noch vor mit dem Spiel. Finde ich eigentlich ganz cool. Besser ist? Ja, es war jetzt auch eine Zeit lang sehr ruhig.
Ja, gut, aber die haben ja auch wirklich viel eingebaut Das jetzt. Also, stimmt. Das ist schon da schön. kann man für die Leute, die schon seit dem ersten Early Access da spielen, wird das wahrscheinlich auch so, wow, geil. Die werden bestimmt alle ein bisschen gefeiert haben. Denke ich auch. Ich muss hier mal die Kiste missbrauchen kurz. Also bei Hand eine Treppe da ranbasteln ist echt scheiße. Aber wie können wir das umgehen? Eine Foundation da ranbauen? Weiß ich nicht. Bisschen Oll. Wollte ich eigentlich Aber das nicht. hatten wir doch schon mal so schön. Naja, ich glaube, wir hatten auch eine Foundation. Echt, ja? Ja. Zement beugt wieder Kalkstein. Okay. Da haben wir sie. Ja, was läuft hier? Draußen läuft was. Ja? Kommt hoffentlich zu dir hoch. Ja, nimmt dir bloß immer so viel Platz weg, wenn du jetzt noch eine Foundation baust. So könnte man das eher ein bisschen ja, schneller ranbauen irgendwie und würde ein bisschen Platz sparen. Irgendwas ist da, wa? Ja, der ist hier jetzt. Dachte, der geht dann auch zu dir da hoch, aber nein, der muss hier rindlotzen, kicken, was ich mache und mich stören. Ständig unter Beobachtung von dem Vollpfosten. Felsbrocken, ich wollte Kalkstein da. Kommen noch zwei oder drei. Ja, das können sie Gerade. aber auch sein lassen. Ey, wartet ein bisschen. Geht woanders. Platzen. Noch welche? Mann, ey, nicht mal in Ruhe auspacken kann man. Ganz toll. Ganz toll hast du gemacht. Heute. So. Jetzt komme ich nach oben. Schönes Licht jetzt gerade hier oben. Ja, das ist ja Licht. Ach, Licht wollten wir auch noch. Siehst du, da wart wieder das Aber Stichwort. hier kriegen wir nichts mehr hingebaut. Also hier haben wir Brauchen wir auch keinen Platz nicht. mehr. Dann kommt eben woanders was hin. So, mal gucken, wie clever ich mitgenommen habe. Wie weit ich komme. Ich baue mal ein paar Fallenmaschinen, wa? Ja. Fallenmaschinen. Gucken. Zombies sind ja jetzt alle weg. Die hattest du ja alle gerade. So, Fallmaschine brauchen wir. Wie viel werden wir denn brauchen? 12 machen, oder? Das glaube ich nicht. Hier passen höchstens, nein, ich weiß nicht. Willst du Ich doppelt mach wieder mal. machen, ne? Nein, ich will ja. Nee, ich will ja Nee. unten ja noch einen Stachelboden Ach hinmachen. so, ja. Ich mach mal 7. Zahnräder, Plastik. Ja, Ich baue Plastik haben dann wir ein hier bisschen was oben die gefunden. roten Rotatorenteile hin. Oh. Rotatoren. So, jetzt ist es auf Stein. Ja, mein Eisen sollte schon sein. Eisen machen wir gleich. Dann bringe ich erstmal den Rest wieder aus meinen Taschen. Dann mache ich alles für Eisen und dann kümmere ich mich Die um Treppe, Fundament und sowas so. die was? Die Treppe und das Nee. Fundament und die zweite Treppe, Ach das muss nee. auch noch. Fundament, ja, Treppe nicht. Also der Aufgang nach oben, meine ich jetzt. So, ich dachte, das hast du schon nebenher gemacht. Nein. Was hat gesagt? All 7. das muss man sich selber kümmern. Stimmt. Aber guck mal, ey, wie ich vorgesorgt habe. Ich hatte wirklich alles dabei, wa? Für alle Böden, die wir oben gemacht haben und für den Rest, den du gerade missachtet hast und mir überlassen hast. Na, ich hatte nur zum Bauen bei, nichts anderes. So, dann packe ich mal aus und dann hole ich mir alles. So, was brauche ich jetzt wieder für. Nee, guckt. Für Eisen, weiß ich immer. Eisenplatte. Eisenstange. Eisenstahlstange, genau, und ha. Nägel? Warte. Ich guck nach, das ist das gleiche wie außen hier, oder? Eisenbahn. Also Okay. jedenfalls an den Wänden hier vom Tor.
Müssen wir auch mal machen. Weil ich weiß nicht, ob das auch oben von dem Dings zählt. So, ich brauche einen Stachelbohnen. Dafür habe ich ja noch bei ein paar Stoffdingern heute noch. Stoff, Stoff, Stoff. Seilstoff. Okay. Stoff. Aber ja, schon wieder die Taschen voll. Scheiß Bohrerei. Stoff, Stoff, Stoff. So, und für die komischen anderen Dinger, die wir bauen wollten, brauchen wir genau das gleiche. Okay, passt. Gut. So, ein bisschen was für einen Zaun halt bei. Ich geh mal gucken, wie weit ich komme. Wenn nicht, muss ich nochmal runter. Warte, ich geh schnell hoch und sag dir an, was du brauchst. Das hast du mir doch gerade gesagt. Ist. Ja, wehe, ja, du. Ist das falsch. Wehe. Warte. Stahlstange, Eisenplatte und Nägel. Oh, also Nägel. Du hast Barren. Eine Foundation. Nee, ich will den Boden wissen. Foundation habe ich nur eine. Dafür renne ich jetzt nicht. Boden. Warte kurz, Boden. Boden reparieren. Stahlstange, Eisenplatte und Nägel. Aber viel Nägel, drei okay. Stück. Oh. Na dann mal klemmer hier. So, die bauen wir eh. Und wenn nicht, packe ich den Rest rein, ja. Schön. Ich umsonst Bahn gemacht. Naja. Wir haben es ja. Natürlich. Gar kein Problem. Und wenn nicht, dann nehmen wir wieder entspannt in eine U-Bahn mit dem Flammenwerfer und rocken da unten durch. Na. Ich repariere hier mal schon mal durch, weil die Zeit fliegt immer, wenn man baut. Ja, klar. Das ist echt krass. Hat die Märkte sind schon duster und ich muss noch einen. Ja, muss ja auch nicht zwingend hier um die Fallenstrecke stehen, weil die 5, 6, die vielleicht jetzt hier hochkommen, ist ja nicht ganz so schlimm. Hauptsache unten bis hier, bis zur Treppe ist alles safe. Ja. Und die Flammi ist aufgeladen, also der Flammi, die Mini ganz zur Not. Und dann müssen wir probieren, ob das mit der separaten Steuerung irgendwie funktioniert. Genau, das muss ich nämlich auch noch machen. Das ist wichtig. Hier oben ist unwichtig. Hauptsache, es ist so viel rüstet. Und das ist es gleich. Hier unten ist auch noch ein bisschen was. Unter den Fallen, die wir hier auf der vorletzten Etage haben, ist auch noch Stein. Okay. Aber das kann man ja auswählen, ist ja kein Problem. Muss ja nicht jetzt sein. Ich setze hier erstmal den Boden drin. Fertig. Und noch einen Boden. Oder? Schnitzerwerkzeug. Was haben wir denn hier? Wie du willst. Mach ich noch einen Boden. Egal. Mach ich noch einen Boden drin. Wurscht. Und hier auch noch. Und oben täuschen wir erstmal nur an. Mhm. Ja, müssen wir eben noch einen Zaun bauen und ein bisschen gucken. Das war das Eingrenzen, wie die laufen. Also wo die lang laufen sollen. So. Naja. Naja, so ein bisschen Stein reparieren ist ja nicht so ein Problem. Nee, finde ich auch jetzt noch nicht. Lass mal die wieder im Zickzack gehen. Ja, wa? Wo? Hier oben auf der letzten? Nee, da würde ich es jetzt nicht machen. Da würde ich jetzt gerade gehen. Weil da brauchen wir nicht so viel. Aber wir haben so viel Platz. Ja, aber ich würde das jetzt nicht machen. Weil die kommen so und so schon nicht so weit. Und dann hier wollen wir ja wenigstens mal sehen, was passiert, wenn sie langkommen. Ja, aber ich würde hier nur eine Strecke machen und links und rechts einen Zaun. Also einen geraden Weg. Macht auch mehr Sinn für das, was wir danach noch vorhaben. Finde ich, als wenn sie sich jetzt hier noch ewig aufhalten. Ich weiß bloß nicht, ob sie hier durchkommen. Du. Wir müssen die ja so ein bisschen umleiten. Wieso? Also ich würde jetzt hier lang einen Zaun machen, dass sie hier nicht runterkommen. Und hier auch außenrum und in der Mitte die Fallen stellen. Deswegen, drei Stück. Reicht eins. Muss ich die Fallen nicht gleich hier anfangen oder was hier? Nee, ich würde sie hochkommen lassen und dann direkt hier wirklich auf dieser Plattform, ich weiß nicht, wie viele hier hinpassen, vier Fallen gerade Weg machen. Und rechts und links einkerkern. Einfach wie so ein, wirklich wie ein Catwalk. Dass hier keine Spielereien. Einfach so hintereinander jetzt. Jo. So? Ja, oder zwei rein? Jetzt, also ich hätte sie jetzt mittig gesetzt, weil das Monkauge geht nicht mittig. Stört mich hier. Ganz doll. Okay. Geht nicht mittig. Dass sie hier anfangen, geht nicht? Das sind zweieinhalb, ne. Okay, na dann ist es so. Na gut, wir können hier noch eher... Ich kann mal gucken, vielleicht mit Alt.
Und ich Also hab. ich jetzt nochmal das Snappen nochmal rausnehme. Ich hab eigentlich Olli versprochen, dass wir noch ein Sprungbrett für ihn in der Nacht einbauen. In das ich nicht reintrete. Dann musst du nochmal eins bauen, ja, aber du kannst ja nur da auf die Treppe bauen. Oder hier. Ah, ich Dass krieg's du nicht immer hin, so ne? was versprechen musst, ey. Ja, wenn sich das einer wünscht, dann mache ich das doch. Gerne. Was ist denn hier noch? Tja, ist das jetzt mittig? Ja, wenn ich, dann nicht. Achso, ein Zaun. Oh, falsch rumgebaut. Würdest du denn, also ich würde jetzt den Zaun so hinstellen. Weißt du? Auf die Höhe, also auf die Entfernung. Dann können wir nämlich rechts und links weiterlaufen und aufladen. Dann kommen die hier nicht hin und wir haben hier eigentlich den Weg vorgegeben. So Aber hätte ich mir das vorgestellt. das ist ein bisschen weit weg. Ach so, meinst du, die schleichen sich dann vorbei? Aber dichter kommen wir nicht. Und kannst du ja nochmal probieren. Ah, doch, 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 geht. Ich muss ein Verlängerungsding bauen Ja, das ist wichtig. Hier oben kommt eh keiner jetzt hin. und nochmals. Ne, die Schalter haben wir ja eigentlich schon. Die Schalter sind schon da. Die Schalter sind schon da. Ich muss das nur umknippern. Und ein Verlängerungsding noch packen aufs Auto. Bodenverlängerung. Dann nochmal eine Wandverlängerung. Okay. Was brauchen wir denn? Trümmlinge. Verlängerungssteckdose, Wand. Und Verlängerungssteckdose, Boden, Zwischstecker. Hat da. Das ist ja kein Problem. Also so machen wir das ja im Prinzip genauso wie beim ersten Mal. Ja. So sollte das ja. Pack jetzt hier oben auf den LKW einen Verlängerungsstecker, Bodenverlängerung. Dann packe ich an den Pfeiler auch noch mal eine Wandverlängerung. Dann sollte das ja passen. Ich repariere hier gleich nochmal alles durch und lade auf. Was geht? Dann müssen wir gucken, dass drüben an dem richtigen Radarteil die richtigen Zombies ausgewählt sind. Ja, so, ich brauche noch einen Verteiler. Soll ich schnell eben bauen? Achso, kann Stecker ich das und schon? Nee. zwei Eisen. Ich weiß nicht, was du hier vorhast, ich glaube eher Ich bin nicht. noch nicht ganz so weit, aber ich habe schon ein bisschen jetzt. Stecker und zwei Eisen-Dinger hier. Stahlstangen. Zwei. Und ich glaube nochmal zwei Stecker oder fünf Stecker oder acht. Das waren ziemlich viel, war wie so eine Steckdose. Ja, 25 Millionen passt, ja. Den Verteiler muss ich neben den anderen Verteiler stellen, falls wir nochmal andere Fallen anknippern sollten. Mann, warum macht Und das nicht? dann. Ja, das ist doch gut. Also im Prinzip haben wir jetzt genau nochmal das gleiche gebaut. Plus für diese Fernkampfwaffen. Ja. Verteiler stelle ich auch direkt hier neben. Neben den anderen. So, sind die Treppen hier endlich noch heil? Nee. Ja, nochmal sicherheitshalber, falls wieder Baumstammkumpel alle Kanne hier ruft. Ich hab 5 Drähte, reicht das? So, dann machen wir jetzt hier Schluss. Die Nacht sehen wir dann natürlich in der nächsten Folge erst. Verabschieden uns, danken fürs Zuschauen und freuen uns, wenn ihr morgen zu Nacht 9 wieder dabei seid. Bis dahin. Wir freuen uns. Bis dahin, haut da rein. Ciao.